Hallo Leute, ja, wir wollten hier weiter kontrollieren, ob wir hier das ein oder andere Fahrzeug noch von dieser Linie runternehmen können, die hier wunderbar Schlange stehen, ne? Ja, das wird schwierig, aber ja, mal gucken. Was sagt der Bus? Stadtbus Floto Nord. Floto Durchgangsverkehr. Können wir eigentlich hier eine U-Bahn bauen? Eigentlich können wir auch eine U-Bahn bauen, ne? Straßenbahn, naja, die fährt da sowieso schon lang. Wenn doch dann der Straßenbahn lang fährt, ne? Haben wir doch hier die Gleise, ne? Wieso fahren da noch so viele Busse lang? Und sieht die, ach so, da, die sind so schräg, naja. Okay, ich denke mal, wir müssen hier definitiv dran arbeiten, dass das besser wird, ne? Ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir danach. So, also Stadtbus Nord, Durchgangsverkehr. Floto Zentrum fährt hier auch noch rum. Wer ist das? Floto Zentrum, okay. Sind denn da auf der Linie so viele Fahrzeuge auch drauf, die voll sind? Die fahren ja nur halb voll hier durch die Gegend, ne? Fahren auf jeden Fall alle Plus ein. Sind nur halb voll, weil der Halt zu kurz ist und das braucht zwei Haltestellen. Fahrzeugdetails. Haltlänge 2. Ah, gut geklappt, ne? Wir haben nur Haltlänge 1 wahrscheinlich da, oder? Nee, BSD ist falsch, ne? Ja, genau so ist es. Hier ist nur ein Halt und die Busse können das gar nicht. Ach, das ist auch eine verzwickte Geschichte, ne? Das bringt uns also nicht weiter. Das heißt, wir können diese Busse auch definitiv dann rausschmeißen, weil das macht keinen Sinn, die dahin zu schicken. Ah, Stadtbus Floto Zentrum. Haltlänge 1 ist da gefragt. Wo ist denn das Depot? Da. Dachtest du. Da ist es. Haltlänge 1. Was war das jetzt? Stadtbus Floto Zentrum. Stadtbus Floto Zentrum. Stadtbus Floto Zentrum, da ist er. Wie viel hat denn der? 145. Und wie viel hatte der? Wo sehe ich das jetzt hier gerade wieder? Auf jeden Fall hier 125, 120. Das ist ja schon mal ein guter Deal, dass wir den auch tauschen. 2, 3, Start, Start und Start. Und Fahrzeugdetails. Ausmustern. Und die Linie nochmal aufrufen. Fahrzeugdetails ausmustern. Das war der da unten und das ist der. Da kannst du ja nur der sein. Ach, der ist hier. Fahrzeugdetails ausmustern. So, die drei sind doch leer. Die können ausgemustert werden dann, oder? Ach so, ne, hier oben sind sie ja. Quatsch. Die sind ja die neuen. Okay, wenn die gleich leer sind, sind die auch weg. Passt. Die können 25 mehr, ist auch nicht schlecht, oder? So, dann haben wir hier Floto Nord noch. Wer ist denn da drauf am Rumfahren? Das ist noch ein kurzer Bus. Okay, und da fährt nur ein Bus. Und der ist voll. Ich glaube, da können wir mal auf jeden Fall einen größeren drauf machen, oder? Stadtbus Floto Nord, ne? Ja. Stadtbus Floto. Stadtbus
Foto Nord. Und der kann dann ausgemustert werden. Nein, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wie sieht denn das auf der Linie aus? Kann ich jetzt hier sehen, wo wie viel stehen? Nee, ne? Haltestellenliste da. Keine Ahnung, wenn die alle hier stehen, dann stehen da ganz viele. Ah, ne, das ist immer die gleiche Station. Hier stehen aber 61. Okay, die würden abgeholt werden. Die 91 würden abgeholt werden. 18. Ja. Hier ist was falsch. Ein höher, ne? Residenz, Leuchten. Und dann fehlt wieder die Schmiede. Da fehlt einmal die Schmiede zwischen. Wo ist die Schmiede? Ganz klein hier irgendwo, da. Schmiede und dann wieder zur Bibliothek. Jetzt passt das schon mal. Und Floto Nord. Habe ich da jetzt schon mal drauf gesetzt oder nicht? Fahrzeugliste ein, okay. Wir starten mit noch einem. Der ist jetzt aber der da, oder was? Ja, das reicht ja auch. Lass weg. Und der ist doch auf Ausmustern, will ich hoffen, ne? Oder? Achso, ja, der muss ja schon hier dann ausgewählt sein. Wie viel hat er denn noch? Na, nicht mehr so viele. Der Postbully. Ich gehe mal von aus, dass der zu klein ist. Ja. Nochmal das Depot aufmachen. Jetzt brauchen wir hier noch einen LKW. Der Sattelschlepper denn ein oder zwei? Haltlänge 1. Jetzt haben wir den da schon drauf wieder, ne? Wo ist die Post? Ah, bei Bussen. Ist auch Haltlänge 1, okay. Foto Nord. Und starten. Und der kann dann auch ausgemustert werden. Nee, nee. Da. Jetzt geht keiner von denen hier zu, oder wie sehe ich das? Ach, der hat noch zwei Fahrgäste. Okay, dann ist er gleich weg. Der hat 50 Fahrgäste. Ah, schnell. Der hat auch 50 Fahrgäste. Die haben alle 50 Fahrgäste. Die können irgendwie nicht raus. Die sind irgendwo eingestiegen, wo ein doppelter Halt war. Okay. Das heißt, entfernen. Die 50 Leute können leider nur so rausfliegen. Geht nicht anders. Der müsste aber irgendwo gleich von sich alleine abhauen. So, Zentrum fährt dann. Erste Fahrgäste sind da. Die fahren aber alle drei noch miese ein. Der hat ja einen Haltlänge, ne? Ja. Welcher ist das jetzt? Durchgangsverkehr. Ja, da. Die sind alle voll, ne? Bis auf hier. Die sind alle leer. Das ist die Frage, wie sich das entwickelt bei der Bushaltestelle. So, den können wir ja fahren lassen, der ist ja gut. Den können wir schließen, der ist gut. Der Postbully müsste gleich irgendwann verschwinden. Hat noch drei Säcke Post. Dann sollte der auch weg sein. Der fährt hier gut und hat gleich voll. Fährt zur Platinweg und zur Falkenstraße. Okay, das passt noch nicht ganz.
Das Fenster kann zu. Hier sehe ich kein Einsteigen. Keine Ahnung warum. Er fährt zur Schmiede. Ne, Fahrzeugliste. Klosterstraße. Keiner drin. Keiner steigt ein. Ist hier irgendwas eingestellt? Nein. Jetzt kommt er zur Schmiede. Ah, jetzt sind die ersten Fahrgäste. Nee, das ist die Strecke, die er voll macht. Der Bulli muss leider runter sein. Dann ist das Blaue hier auch weg, dann sollte das Schwarz sein. Der lädt nicht. Warum hat er da jetzt nicht geladen? Flotozentrum wird nicht angefahren oder was? Ja, jetzt sind drei hier drin, okay. Wo ist denn Flotozentrum hier unten? Da. Und sind drei Busse drauf. Wahrscheinlich braucht man gar nicht mehr drei Busse. Das ist alles abgefrühstückt, denke ich. Der sah nur so aus, dass da so welche drin, weil die Ziehharmonika-Busse nicht entladen konnten. Da wird das Problem gewesen sein. Er fährt jetzt endlich zur Falkenstraße. Das heißt, eigentlich können wir hier diesen ins Depot schicken. Weil ich glaube nicht, dass wir drei brauchen dann. Und wenn wir nur noch zwei brauchen, ist schon einer wieder weniger, der da auf der Straße fährt und den Stau verursacht. Der Bulli hat jetzt nur den einen Postsack, dann ist der auch weg. Hier sieht's gut aus mit dem einen Bus. Hier sind zwei Passagiere drin, jetzt null. Das müsste einer von denen hier sein, oder? 91. Ja, das ist der. Einen habe ich schon zum Depot geschickt, glaube ich, ne? Den hier. Wird der jetzt im Postsack los und verschwindet? Also hier ist jetzt voll, oder? Hat das Depot erreicht, okay. Das müsste man gucken, also hier. Flotodurchgangsverkehr sind ja alle voll, ne? Ja. Dann lass den doch hier auch noch zum Flotodurchgangsverkehr fahren, oder? Wie heißt die Linie? Flotodurchgangsverkehr, einfach nur so. Starte den, dann fährt er da auch noch hin. Gut, passt. Hier sehe ich immer nur den oberen, dass der ein paar Passagiere drin hat, den unteren nicht. So, jetzt ist endlich der Bulli weg. Und hier können wir mal Statistiken sehen. Beförderung 194. Fahrzeugbeförderung, nee, Beförderung. Freie Kapazitäten 408, nee. Sieht man ja nicht so wirklich, ne? Profit ist gut. Ich bräuchte jetzt hier die freien Kapazitäten mal. Wie viel das wirklich dann ist. Schwer zu beurteilen. Jetzt war. Ja, der ist voll auf jeden Fall, ne? Jetzt fährt er zur Schmiede, ne? Ah, er hat woanders noch welche reingeladen, so ist nicht. Stadtbus Nord. Vielleicht doch zwei da reinmachen. Weiß nicht. Bäckerei ist überfüllt. Zugmaschine steckt fest. Ja, weil da vor ihm welche stehen, ne? Weil die hier alle stehen. Wo will denn der hin? Ist denn, ach so, das ist ein Doppelhalt, okay. Der fährt nicht weiter. Fleisch, Gastwirtschaft.
Hätte ich den mal angeklickt? Nee, ne. Jetzt. Wenn der jetzt wegfährt, was passiert mit den anderen? Fahren die dann auch weg? Weil hier ist eine ganz lange Schlange. Das macht ja keinen Sinn wieder, ne? Ist wieder doppelt hier. Das ist das Problem. Vielleicht sollte ich den halt wegnehmen. Aber ich weiß nicht, wer da steht. Das ist das Problem. Jetzt fahren sie erstmal. Hier sitzt jetzt einer drinne. Flotozentrum ist hier unten. Ich glaube, ich habe da noch nicht voll gesehen, ne? Kommt mir vor, als ob wir den dann hier diesen nehmen war und den setzen wir auf die andere Linie. Was ist das? Floto Nord. So, jetzt fährt er auch da. Und der ist hier alleine im Zentrum. Das müsste vielleicht reichen, ne? Hier passt doch auch was. Ah, jetzt fährt er. Okay, ich wollte gerade sagen, da fahren die Züge auch nicht. Da ist doch auch was faul, aber es passt schon. Flotozentrum. Ist der eine Bus jetzt hier. Okay, das ist jetzt der hier, ne? Hat er nichts geladen und fährt weiter. Also, wer schon hier am Hafen nichts lädt, ne? Der hat auch nichts wegzubringen. Jetzt ist die nächste Frage. Wahrscheinlich sind die Haltestellen alle irgendwo anders mit. Klosterstraße. Der fährt sowieso nur links zwei Halter an. Vielleicht gibt es an der Klosterstraße auch eine andere Linie. Oh, das war falsch. Ne, ich will da jetzt hier nur gucken. Verbindung. Monorail hält er an und Straße halten auch zwei an. Flotozentrum kann eigentlich vernichtet werden dann. Macht ja gar keinen Sinn. Weil Floto Nord hält auch da oben an, oder? Hier ist der, ne? Ist hier auch Floto Nord? Straße. Floto Nord, ja. Das bedeutet, Fahrzeugliste. Ist gerade keiner drin. Fahrt zum Depot. Passt. So, das war der. Der kommt ja gleich wieder, wenn wir beim Depot sind. Floto Nord ist hier. Aber ich glaube, wir machen noch den Durchgangsverkehr mehr. Riedenburg, Rieden, Floto, andere Bibliothek. Andere Bibliothek ist hier. Da fährt nichts nebenher. Und andere Bibliothek ist wie viel? Wer hält denn hier an? Floto Nord. Respekt. Da müsste der ja gleich voll werden, wenn da 7000 Gäste stehen, oder? Nee. Wo ist denn andere Bibliothek? Ach, hier, das ist es. Wartende Passagiere. Von da weg will keiner, aber da wollen alle hin. Das ist es. Komm, dann geht der auch noch auf Floto Nord. Starte den mal. Weil die müssen vom Hafen weg. Hier die 3500, ne? Gut. Das ist dann der dritte. Und Durchgangsverkehr, ja, da ist bestimmt auch noch genug, ne? Wo fährt denn der hin? Schmiede nach Albacher Straße, ja, das ist hier, ne? Wie voll ist denn... voll ist denn die Schwebebahn? Achte. Wenn er da acht hat, ne?
Und wo steigen die zu? Hier. Klosterstraße. Eigentlich müssten die jetzt nur von der Schmiede zur Klosterstraße hin und her fahren und nicht den ganzen Weg da. Macht keinen Sinn eigentlich. Ja, ich denke mal, Klosterstraße, Leumorias Schmiede, überlegen wir uns, ob wir das dann so machen, dass die Busse hier pendeln und den Rest dann mit der Schwebebahn fahren. Macht eigentlich Sinn, ne? Warte mal, der Schwebebahnzug ist jetzt hier. Naja, da fehlen sie, ne? Dann kann diese Strecke auch gemacht werden. Vielleicht kann man den Durchgangsverkehr dann auch komplett wegmachen. Ja, müssen wir gucken, weiß ich nicht. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.